etwas sehr, sehr Spannendes wurde für Jurassic World Evolution 2 angekündigt. Denn gestern gab es einen Frontier-Livestream und da kam auch kurz Jurassic World Evolution 2 zu sprechen und die Zukunft von dem Spiel. Und genau diesen kurzen Ausschnitt schauen wir uns jetzt erstmal gemeinsam an. Das ist auf Englisch, aber die wichtigsten Sachen übersetze ich euch dann natürlich gleich auch. Hey guys, it's Harry from the Jurassic World Evolution 2 team. I wanted to come on today and share some really exciting news about the project. The team's been working really hard and I'm very pleased to announce that we'll be bringing out a brand new species pack in the next few weeks, which will bring 4 new species to your parks. I'm sure you're dying to know more about the pack, but you have to wait just a little bit longer for that. We'll have some news to share closer to the launch. Until then, keep your eyes peeled on our social channels. What I can give you today though is a little, well, rather big teaser on one of the upcoming species which can soon be in your parks. I don't want to give too much away, but I'm sure the eagle-eyed among you know exactly what's on the way, and I can assure you we're just as excited as you are. That's all for now, but like I said, you'll want to follow us on our social media channels for news on when the next species pack will be out. Und danach wurde noch kurz dieses Bild hier gezeigt, und das konnte man auch gerade schon im Video sehen, im Hintergrund, das hat sich so ein bisschen verändert, aber hier kann man es nochmal deutlicher sehen. Das ist ganz klar ein Haimaul und wir wissen alle, welcher Hai das ist. Nämlich das ist der Megalodon. Den haben sich ja schon viele für das Spiel gewünscht. Ich natürlich auch. Und jetzt bekommen wir ihn endlich offiziell in das Spiel. Das, was ihr jetzt hier gerade im Hintergrund sehen könnt, das ist nur eine Mod. Also noch nicht der offizielle Megalodon, den wir dann bekommen werden. Der wird nochmal eine ganze Nummer cooler werden, auch mit eigenen Animationen. Und auch die Konsolenspieler können den dann endlich im Park freilassen. Weil Mods können die ja bisher leider noch nicht installieren. Und das war's auch schon. Also es wurde wirklich nur kurz angeteased, dass wir ein neues DLC bekommen, nämlich ein Species Pack mit insgesamt 4 neuen Spezies. Eine davon ist der Megalodon, über den freue ich mich natürlich sehr, ihr wahrscheinlich auch. Aber jetzt ist die Frage, welche Kreaturen sind die anderen drei? Weil normalerweise war es in den DLCs halt immer so, dass es ein Thema gab. Zum Beispiel hatten wir schon ein Aquatic Pack, da hätte der Megalodon richtig gut reingepasst. Aber dadurch, dass wir halt schon so ein Aquatic Pack hatten, glaube ich nicht, dass wir noch ein zweites bekommen und dann halt alle 4 Spezies wieder Unterwasserkreaturen sein werden. Ich glaube, das wird diesmal eher gemischt sein, also dass wir eine Unterwasserkreatur bekommen, den Megalodon, dann einen Flugsaurier und auch noch 2 Landspezies. Aber ich weiß noch nicht, welche die anderen drei sein könnten. Falls ihr da Ideen habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare und vielleicht finden wir es ja schon gemeinsam heraus. Des Weiteren wissen wir noch, dass das Species Pack innerhalb der nächsten Wochen rauskommen wird. Also es wird hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern. Und sobald es weitere Infos über das DLC geben wird, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und jetzt hole ich nochmal ganz kurz meine Assistentin dazu, die hat nämlich auch noch was zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, kommentiert und abonniert. Aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Danke. Wir wünschen euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy und... Hey!